Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Dreamers Channel. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt ein schönes Wochenende gehabt. Oder auch Sonntag. Ja, wir schließen jetzt. Ja, okay, der Sonntag ist jetzt eigentlich noch nicht vorbei. Ich wollte sagen, wir schließen den Sonntag ab mit dem letzten Stream. Nein, Spaß. Ich habe wieder Verbindungsprobleme, wie es aussieht. Ich habe in letzter Zeit übelst am Morgen oder halt, wenn ich den PC aufstarte, habe ich irgendwie am Anfang Verbindungsprobleme mit dem Internet, also mit dem Modem, also dem Router und mit dem PC. Und dann muss ich irgendwie Probleme beheben, also auf Windows aktivieren. Und dann löst es eigentlich immer das Problem. Irgendwie irgendwas mit IP-Koordinaten sind nicht richtig oder so. Keine Ahnung. Da bin ich überfragt. Aber es ist jetzt in letzter Zeit übelst viel passiert. Okay. Genug gelabert, Leute. So, starten wir mal. Heute wird wieder ein Trainingsstream sein. So. Ja, wir werden jetzt so lange probieren, bis wir es endlich hinbekommen. Die Frage ist, werden wir es heute hinbekommen? Einerseits kann man hier richtig gut leveln, weil relativ starke Pokémon hier herumlaufen. Aber es gibt andererseits auch übelst die schlechten. Okay, das hier ist jetzt mal ein Pokémon, das relativ gut ist. Warum setzt er nicht Flammenwurf ein? Ja, egal. Wir wecken ihn schnell mal auf. So. Fallen wir. Ernsthaft? Okay. Schade, wurde nicht verwehrt. Oh, es hat sogar gereicht. Okay. Schwundsamen, geil. Ich glaube, ein Pranksamen. Wow. Wow. Habe ja wieder mal die beste Route gewählt. Okay, go. Nice. Okay. Hier ist sogar der Ausgang. Schmeichler? Really? Nidoran ist ja sogar relativ noch stark hier. Oh nein, Ratzfratz. Oder Ratfratz. Ich sage den Namen irgendwie immer anders. Jedes Mal. Okay, Radikal, der ist normal, okay. So. Okay. Ich mache zweimal Aquavelle, dann ist es schneller vorbei. Ja, natürlich kommt jetzt noch, Chelcharan, okay. Oder Chelcherein, sorry, ich kann nicht lesen. Ja, greifen wir mal Schlurp an. Oder Schlurp, ich kann keine Pokémon Namen, wie es aussieht. Schlupuk meinte ich, ups. Ich habe völlig das falsche Pokémon gesagt. Nice, okay, wir haben schon mal einen Reinsamen. Der hilft uns halt einfach auf oder bei der Suche nach dem Ausgang. Aber es wäre geil, wenn wir mal einen nice Item oder TM bekommen. Oh. Jetzt hat er dreimal Wachstum gemacht. Really? Also, okay, hat nicht viel gebracht. Okay, Angriff! Hä? Okay. Hätte erwartet, dass er jetzt schneller down geht. Okay. Weil die Entwicklung hat auch zwei Aquawellen ausgehalten. Und ist dann anschließend down gegangen. Wegen dem? Hä? Warum hält die Vorentwicklung mehr aus als... Oh nein, wir sind down. Oh, sind die Pokémon nervig. Oh Mann, ich bin so gewohnt, dass ich halt immer ein Feuerstarter-Pokémon nehme. Und Pflanzen-Pokémon übelst nicht, ja, gegen mich oder früher was ausgemacht haben. Wegen dem gehe ich immer so leichtfertig mit denen oben.
Obwohl wir ein Wasser-Pokémon sind. Ey, ist so dumm. Oh, die Map will einfach nur uns leiden sehen. Oder mich. Besser ausgedrückt. Besser Gang wieder. Ja, wir wollen die Dungeons am besten gestalten. Ja, macht so lange Gänge wie möglich. Okay, Anti-Haft-Hut. Ja. Okay, Baumpel. Wow. Okay, gut. Nein, jetzt ist schon wieder so ein Teil hier. Ey, danke. Vielleicht hätten wir eine Runde mehr nicht ausgehalten. Okay, wir gehen nach oben. Oh nein, jetzt explodiert wieder alles. Ist immer wieder nice. Okay. Genial. Jetzt teilen wir noch. Ich glaube, wir haben nicht mal eine Sinelbeere. Wir spielen 7 Minuten und sterben jetzt schon zum zweiten Mal. Oh Mann! Okay. Okay. Nochmal. Yay. Oh, Skuntag hat 617 Erfahrungspunkte gegeben. Okay. Langsam kommen wir der Sache näher. Was? Was? Es gibt auch solche Verstecke? Ja, easy going, ey. Wir bekommen alles Luxusboxen. Ich glaube, es sind sogar gut. Ja, okay. Bis jetzt sehen eigentlich alle Boxen gleich aus, heißen einfach anders. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Freude haben soll. Außer wir bekommen einen Flea-Orb, dann hauen wir ab. Dann gehen wir zurück in die Gilde. Sogar bei Skunkapu passiert das. Och, komm. Okay, gut. Fensterbox. Schade. Es wäre jetzt wirklich nice gewesen, wenn das halt... Ja. Ein Flea-Orb gewesen wäre. Oh Mann, dann hätten wir alles Boxen behalten können. Okay. Wieder sehr gutes Deutsch. Oh Mann. Dass wir auch keine Teammitglieder bekommen. Das finde ich so seltsam. Okay. Vor allem nicht die ganz lowsten. Ich glaube, es geht erst, wenn wir dieses Dungeon geschafft haben. Keine Ahnung. Wir konnten ja zum Glück Orai schon mal erledigen. Gut. Gut. Zum Glück ist ja nichts Schlimmes passiert. Okay, was hier? Geld. Gut. Das arme Habitat. Oh nein. Oh nein, jetzt haben wir wirklich Probleme. Außer... Also, hä? Wie ist denn das möglich gewesen? Ah, das ist vielleicht eine Fähigkeit oder so. Okay. Wow. Wir haben wieder mal ein sehr langer Gang gefunden. Mach ihn doch platt, komm. Hat er keinen Flammenwurf mehr? Really? Oh, es geht nicht. Okay. Okay. Anscheinend hat er nicht mehr Flammenwurf. Ah, es fängt wieder an. Er will uns wieder triggern. Ja, okay, gegen Sichel war es ja jedenfalls auch effektiv. Aber trotzdem. Oh mein Gott, ich hätte einfach gegen links laufen sollen. Oh, es hätte uns so einiges an Weg erspart. Hä? Jetzt schnell. Was? Es kann einfach... Flammenwurf. Ready?
Okay, wir gehen weiter. Yay. Wir wurden lahm gemacht. Geil. Die Wege einfach. Ja, gut, wieder eine Etage weiter. Zum Glück ist es kein Monsterraum. Sagen wir so. Nein! Ich wollte doch... Genau. Es sind einfach zwei von denen. Nice! Ey, wir haben ein Level abbekommen. Geil. Gut, jetzt halten wir ein bisschen mehr aus. Hallo? Bisschen mehr aus als vorher. Ja, macht ja auch Sinn. Ich hoffe, es macht einen größeren Unterschied. Okay, gut. Jetzt kommt noch Blanas. Really? Wisst ihr was? Wir haben jetzt gerade so viele erledigt. Dann gebe ich dem jetzt auch noch einen mit. Nochmal. Nochmal. Alter. Okay, sie halten immer noch drei aus. Flee Orb. Flee Orb wäre geil. Also wir dürfen nicht vergessen, nach dem ganzen paar Boxen zu speichern. Also ich nehme jetzt nicht an, dass wir es schaffen werden, gegen die ganze Gilde anzukommen. Ich meine Großmeister allen übel, sorry. Ja. Ja. Also wenn wir dort down gehen, werden wir eh die Hälfte ja verlieren. Und der Rest lagern wir ein, so. Geil, bis es somit aufgebraucht. Geil. Hä? Oh nein, er hat Tackle eingesetzt. Zweimal keinen Schaden genommen. Okay. Okay, wieder ein riesiger Raum. Was? Beim Faxo hat keinen Schaden genommen. Okay, aber jetzt. Flee Orb. Also mit Flee Orb bekommen wir natürlich alle. Okay. Oh, und dann ist ein Plagiat-Item. Was? Mit Hyperzahn? Really? Okay. Okay. Willst du einen Notruf senden? Nein. So. Oh mein Gott, ey, ein Radikal hat uns erledigt. Ein Radikal. Ein Radikal. Oh Mann. Ja, ja, wir können's. Okay, wir haben relativ viele Boxen behalten können. Oh, es ist bedenklich. Es ist nur so bedenklich. Ich weiß nicht, was ich dazu... Ich greife die ganze Zeit Sichlor an, weil Sichlor am stärksten ist, aber die ganze Zeit gehen die Attacken gegen ein anderes Pokémon, habt ihr das auch schon gesehen? Immer gegen Chellast, ey, was ist los mit denen? Ich will doch nur Sichlor down kriegen, bitte! Nein, es gibt noch ein Rat. Wir sind von einem Baumpöbel besiegt worden, ey, nein, in der Ebene 2, ey, really? Ey, zum Glück haben wir die Boxen eingelagert. Sonst hätten wir jetzt gar keine mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das schlecht. Okay, try again. Yay. Ey, wieso treffen wir nicht mehr? Ey, langsam werde ich wirklich getriggert. So nach 15 Minuten. Oh Mann.
Dreamers traurig langsam. Oh man. Oh, ein Warpsam, geil. Ist das jetzt ein Flea-Orb? Der Staub. Okay, können wir gebrauchen, falls ein Monsterraum kommt. Natürlich, jetzt kommt sicher kein Monsterraum mehr. Ich frage mich, warum halten diese Chereien... Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, ist mir gerade ein bisschen egal. Warum, dass die so viel aushalten? Das frage ich mich so. Sie können zum Glück... Alter, was ist los? Sie können zum Glück... kein Holz haben. Und auch nicht, Ey, was ist heute los? Wir kommen nicht mal weiter als Ebene 4. Ah doch, wir sind schon in Ebene 9 gewesen. Lol, ey, was ist jetzt? Wir werden richtig runtergemacht. Ich habe ja gestern gesagt, vielleicht machen wir nochmal die Salzwasserhöhle. Ich glaube, das wäre eine gute Option. Also, ich verstehe es wirklich nicht. Wir sind ja eigentlich im Nachteil. Aber dass dann Glumanda da, down geht... Lake. Geil. Die Attacke haben wir ja auch noch nie gesehen. Okay, gut. Wir halten die Attacke schon zur Hälfte aus. Okay, ey, wir müssen wirklich um einiges mehr an Level dazu bekommen. Oh Mann, das wird traurig. Let's go. Boom. Wir müssen halt so viele Chelterer besiegen, wie es geht. Hä? Warum lebt er immer noch? Hä? Was ist das? Aleatoskop? Wartet kurz, ist Aleatoskop nicht die Brille für... Ah, verhindert Schlaf, okay. Ich dachte, das wäre die Sonnenbrille, wo man alle Items sieht. Sinelbeere, gut, können wir gut gebrauchen. Also heute wird auch sehr viel zu sehen gehen. Die ganze Zeit Verwehrwald. Okay. Hä? Ich habe noch gar nicht angegriffen und sie machen schon weiter. Können wir jetzt endlich... Gut. Okay, wem gebe ich einen mit? Dir. So. Ist das bedenklich. Gut, wir haben getroffen sogar. Oh nein. Nein, 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 nein. Warum? Yo! Ah! Okay, warte. Warte, ich muss wieder die Taktik umändern. Sonst haut Glumanda komplett ab. Vor allem, wir müssen durch diesen Raum durch. Ey, das ist doch so. Wir werden down gehen. Das mit Sicherheit. Nein! Dann ist es Oh no! Warum ist es auf Glumanda gewesen? Oh, really? Haben wir noch eine zweite? Ich glaube nicht. Ey, dieser Verklicker, das war der große Fehler.
Oh, ja, egal, komm, ey, wir waren eh nicht weit. Wie immer einfach. Wie ich es einfach ganz am Anfang gewusst habe, als wir das Projekt noch nicht gestartet haben, und ich schon bei Platin gesagt habe, ja, das nächste Projekt, das wird einerseits richtig lustig, andererseits richtig frustrierend. Warte kurz, ist die ganze Fläche ein riesiger Laden? What? Ja, geil, wir haben Erholung. Und Konter, ja, okay. Gut. Der ist auch... Was hat er überhaupt angegriffen? Okay, gut, wir haben beide besiegt. Okay. Ich hoffe, er greift ihn mal an. So. Wow. Okay. Unnötig. Wir setzen die Hydropumpe ein. Okay, das hat gerade komplett gereicht. Gut, hier ist schon der Ausgang. Warte, ist das Rotgummi? Ah nein, das Wandergummi. Wandergummi? Hä? Ah, wir haben also hier ein Plagiat. Der Verzehr dieses Items führt zu einer getrübten Sicht beim Anwender und versetzt ihn in den Blinderstatus. Es ist das Plagiat-Item zum Wundergummi. Also, schade. Sehr schade. Schade, kann man nicht Müll machen. Okay. Ich dachte schon, das hat irgendwie eine spezielle Farbe, die ich auch noch nicht gesehen habe. Okay, Flammenwurf. Hat irgendwie keinen Bock gehabt, so wie es aussieht. Okay, Skunk-Tank. What? Ich glaube, wir bekommen auch mehrheitlich Schaden wegen Skunk-Tanks Explosionen. Ebene 6, ja, Top Elixier, geil. Wir gehen jetzt eh gleich down, wollen wir wetten. Komm. Ja, überlebt auch noch länger, komm. Wir werden jetzt wirklich noch down gegangen. Solange, dass wir kein Item haben, macht es uns keinen Schaden. So lost, ey. Ey. Ach komm. Gut. Spielchen hat ein Ende. Gut. Die ganze Zeit hin und her. Okay. Gehen wir mal nach oben. Hier ist leider nicht der richtige Weg. Oh. Schlafsam. Warum nicht? Wir haben eh keine Chance gegen Großmeister Alnübis, bis ich den Namen wieder habe. Dauert immer ein bisschen lange. So. Ja, Radfratz besiegt uns sicher jetzt. Nein. Hier geblieben. Okay, gut. Ja, okay, das hätten wir uns auch sparen können. 50 Erfahrungspunkte. Okay. Wir sehen die ganze Zeit Samurzel, aber haben bis jetzt noch kein Tangolist gesehen. Vor allem, wir haben auch Blanas gesehen, aber Tangolist kommt irgendwie gar nicht vor. Ey, wollen wir wetten, jetzt kommt wieder ein Monsterraum. Wir haben nur einen Weg, den wir gehen können. Es kommen einfach drei Pokémon, okay. Kannst du weggehen? Danke. Bitte mach's weg! Und dann setzt... Warte, ist das ein Teleportationsfeld?
Hä, hat die jetzt gerade ein Feld aufgedeckt? Ah nein, Giftstacheln. Ah, okay. Kein Monsterraum. Ah. Es kann immer noch einer kommen. Kein Monsterraum, okay. Sehr gut. Wuchtorb. Keine Ahnung, was nochmal Wuchtorb gemacht hat. Wir können auch nachschauen. Anwender springt gegen Wand. Anwender springt gegen Wand? Ja, okay. Anwender springt gegen Wand. Ja, Bärenkräfte. Yay. Okay, bitte jetzt mal einen Eisstrahl oder irgendeine geile Attacke, bitte. Donnerwelle. Mhm. Das war wirklich gut. Also, unsere Bitte wurde erhört. Nicht. Oh. Jetzt explodiert dann wieder alles. Boom. Ey, das war nicht nett. Das war wirklich nicht nett. So. Oh mein Gott. Ah nein, hinter uns ist auch wieder eines. Oh mein Gott. Ey, wie haben wir das überlebt? Ganz ehrlich. Lärmband? Ah, dann kann man wahrscheinlich nicht mehr einschlafen. Aber schlafen ist doch geil. Ja, okay, bei Pokémon eher weniger. Achso, ja, während dem Kampf. Wir sind down, Leute, wir sind down. Außer ich hab jetzt wirklich ultra Glück. Help! Help! Auf ihn! Ah, was? Er ist zurückgeschreckt worden? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob von Biss oder von Steinhagel. Proport, Ork. Okay. Ich glaube, wir haben die Räume verpasst. Ich glaube, die wären ganz rechts gewesen. Egal, Leute. Okay. Ich habe mir überlegt, also mir ist noch ein Spiel in den Sinn gekommen, welches wir vielleicht auch noch streamen könnten. Das wäre Mario und Luigi. Es gab eines auf den Advance, das hab ich damals, also das besitze ich heute noch, aber das habe ich damals früher immer gespielt. Das können wir eigentlich spielen und auf dem DS hatte ich auch mal irgendein Teil. Ich glaube, das ist irgendwie, in dem sich die Mario und Luigi in Bowsers Körper befinden. Irgendwas so in dieser Richtung. Was genau jetzt mit ihr radikal los? Also diese zwei Spiele könnten wir eigentlich auch noch uns anschauen. Ich weiß nicht mal, ob ich... Ich glaube, das Game Boy Advance Spiel, das habe ich als Kind nicht durchgespielt. Aber das DS Spiel, das hatte ich, glaube ich, durch. Okay, gut. Er hat jetzt endlich auch ein Level Up bekommen. Oh mein Gott. Es dauert so lange. Ich glaube, bei Ebene 14 ist vorbei, hä? Manchmal muss man wirklich übelst ernsthaft bester Weg wieder. Übelst Glück haben, dass man die richtigen Attacken einsetzen kann. Oder dass sie überhaupt treffen. Da gehört ja eigentlich mehr Glück dazu. Und dass die Gegner Pokémon bessere oder schlechtere Attacken einsetzen. So. Gut, den haben wir. Oh. Ey. Ist das jetzt wirklich das erste Mal, dass wir Hunger haben? Ich glaube, bis jetzt haben wir
Es ist immer auf Glumanda. Keine Ahnung warum. Das ist jetzt strange, ey, wir haben es noch nie hinbekommen. Vorher immer irgendwie gestorben oder schon durch das ganze Dungeon. Willst du mich triggern? Ja, und jetzt ist Dings aus, geil. Wir haben fast alle AP verbraucht. Das wäre die ganze Zeit hier nebendran gewesen. Gut, wir haben es geschafft. Wir werden es immer noch nicht hinbekommen. Wir können aber trotzdem versuchen, unser Bestes zu geben. Okay, Glibunkel können wir nicht angreifen. Ist schlichtweg zu stark. So, Hydropump hat Palim Palim schon mal aus. Nein, sag mir nicht Diktra. Dikti. Dikta, Mann, ey, heute habe ich übelst die Namenprobleme. Dikti, was ist das für eine Kombination aus Diktri und Dikta? Oh mein Gott. Die dritte Entwicklungsstufe. Dikti. Oh Mann, nein, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Wir haben schon eine Alola-Form von Diktra bekommen. Diktri. Oh Mann, ey, heute ist übel schlimm. Aquavelle. Ja, das sollte eigentlich ja, reichen. Damn! Steinhagel! Nein! Wir haben drei Pokémon One-Shot besiegt. Und jetzt kommt so ein Flora. Mach mich instant weg. Aber es sieht besser aus als vorher. Also so zwei Level gebe ich jetzt noch dem Ganzen. Hallo? Ah, okay. Irgendwie hat es vorhin nicht reagiert. Okay. Wir gehen jetzt mal nach Schatzstadt zurück. Ich will jetzt sehen, wie es aussieht, wenn wir zu der Salzwasserhöhle gehen. Wie viele Erfahrungspunkte, dass wir hier bekommen, wenn wir ein Pokémon besiegen. Oh nein. Bis jetzt kam gar kein Pokémon. Okay. 70. Ich habe jetzt 70 bekommen. Okay, ich glaube, wir müssen wirklich zurück. Weil es war ja auch aus dem Nichts das verborgene Land, das plötzlich übel stark war. Wir waren ja plötzlich unterlevelt und hier war alles ja easy going. Wir hatten ja wirklich hier in der Salzwasserhöhle no problems. Wir sind einfach durchgerusht. Hallo? Okay, jetzt haben wir 369 bekommen. Ey, wie viel will das heute noch passieren? Sollte ein bisschen sachte gehen. So. Eigentlich können wir auch Glumanda alleine lassen. Die Pokémon hier sind ja übelst schwach. So. Oh mein Gott, ich habe Glumanda angehittet. Oh mein Gott, es tut mir leid. Wie lange wollen wir jetzt noch verwehrt sein? Also jetzt no joke. Ich glaube, ich spiele zu ungeduldig. Geil, wir haben... Ich spiele, glaube ich, heute ein bisschen zu ungeduldig. Merkt man vielleicht? Ja, okay, ey... Es ist aber auch heute wirklich triggermäßig drauf. Jetzt haben wir nicht mal die Salzwasserhöhle fertig machen können. Ey. Ey, das ist doch... So etwas obvious oder was richtig einfach wäre, das bekommen wir nicht mal hin. Wie sind wir überhaupt
zu Dialga gekommen? Warum redet er? Ich glaube, für das nicht vorgesehen. Oh Mann, bin ich schlecht einfach. Heute ist wirklich schlecht. So. Wir machen wieder Verwehrwald. Dann können wir einfach unendlich lange ausprobieren. Sobald das eigentlich, ja, Turbodreher und auch andere Attacken, ja, One-Shots sind, kommen wir viel leichter hier durch, weil wir auch viel mehr AP sparen und dementsprechend auch mehr attackieren können. Unsichtorb. Jetzt haut er ab, okay. Ist down. Wir gehen nach oben. Was ist das für ein Band? Negativband, geil. Really? Gut. Hä? Wo gehen die anderen hin? Hey, hier geblieben. What? Okay. Einfach das Rasierblatt, also diese Attacke, die ist übel stark. Gegen uns. Gegen Gluman, das sieht dann natürlich wieder anders aus. Aber auch, dass die Attacke so auf die Entfernung gehen kann. Oh Mann. Sind aber eigentlich alle Elementattacken. Außer, ja okay, Blitz ist sogar noch, also Elektroattacken sind sogar noch extremer. Wie man bei Porygon Z schön gesehen hat. Aber so Feuer-, Wasser- und Pflanzenattacken sind meistens Zweitschussattacken. Okay. Blizzard? Was? Okay. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Wir haben endlich das, was wir brauchten. Jetzt ist die Frage, Hydropumpe weg oder Turbodreher? Hydropumpe weg. Dann haben wir alles verschiedene Attackentypen. So. Nice, Leute, ey, wir haben Blizzard. Ich weiß jetzt nicht, ob Blizzard gegen Meere. Wir können ja eigentlich nachschauen. Ich glaube, wir müssen so. Dreamers, Attacken, dann. Ah, hätten wir auch so. Fügt einem Gegner im Raum Schaden zu, versetzt sie eventuell in den gefrorenen Status, der sie handlungsunfähig macht. Diese Attacke verfehlt während Hageln nie das Ziel. Ah, was während Hageln? Okay, okay. Reichweite Gegner im Raum. Eisspezial, Stärke übelst. Trefferquote 3. Okay, ey, mit dem kann ich leben. Dann müssen wir einfach übelst Glück haben. Und hoffen, dass... Ja, okay, gegen Glumanda ist ja eh nicht so effektiv, weil er Feuer ist. Macht ja Sinn. Okay, das macht schon um einiges interessanter. Also wenn... Falls wir einen Monsterraum haben, setzen wir einfach Blizzard mal ein und hoffen, dass wir so viel Erfahrungspunkte bekommen wie möglich. Damn! Und jetzt haben wir auch wieder Glück. Habt ihr gerade gesehen, wie viele hintereinander, dass wir rausgehen konnten? Ohne dass wir einen anderen Raum... manchmal. So. Okay. Weg mit dir. Hier geblieben. Okay. Ist noch down gegangen. Hat man zwar nicht gesehen, aber man hat's gelesen. So. Okay, Eisendorn, yay. Ey. Why? Okay.
Warte, das hat uns nur 3 Schaden gemacht. Sind wir langsam gut dabei? Ich glaube immer noch nicht. Wir müssen schon Level 45 haben. Es sah vorhin schon gut aus gegen die Gildenmitglieder. Aber es ist noch, ja, noch ein bisschen zu tun. So. Hä? Greif ihn doch an. Danke. Okay. Noch 2 Ebenen. Okay. Okay. Beide sind instant down. Ah, Harmon, hallo. Hey, Dreamer. Geht's gut, Harmon? Hast du ein schönes Wochenende gehabt? Oh, Brüller. Ach, komm. Ja, okay, Blizzard ist bis jetzt... war das Beste. Boom! Okay, wir haben was gefunden. Und es geht nicht gegen Glumanda. Geil. Geil. Ja, Mann, wir haben die ultimative Attacke endlich. Boom! Ja, geht bei dir. Warum geht? Bei mir geht's gut. Ja, ein bisschen schon Sonntag-Chillerei. Ich finde immer Sonntag ist übelst der Chill-Tag bei mir. Okay, das ist jetzt auch sehr gut. Gute Erklärung gewesen. Ja, Mann. Ey, zum Glück haben wir Blizzard. Boom in your face. Ja. Okay. Das war die Beyblade-Taktik. Er hat sich einfach plötzlich so gedreht. Ja, okay, der Raum. Hey, warum kommen hier so viele Chelterer? What the fuck? Wieder mal so spät aufgestanden. Ah, ja, okay, Kenntnis. Wenn der Tag ein bisschen, ja, schon halb vorbei ist. Oh. Vor allem im Winter ist das immer ekelhaft. Wenn man so, ja, so 2-3 Stunden Tageslicht hat oder sieht. Und dann sieht man schon die Sonne untergehen und man denkt so, nein, bleib doch noch ein bisschen, nein. Kenne diesen Moment zu gut, also. Also ich will jetzt nicht wissen, wie es dann in den nördlicheren Ländern ist. Dort, die haben ja noch weniger Tageslicht. Das geht sicher auch übelst auf den Mut, auf die Vibes. Okay, let's go! Nochmal. Wir werden es so nicht schaffen. Wartet kurz. Jetzt werdet ihr alles erleben. Alles! Alles! Geh kaputt! So übelst. Ich habe richtig Rage, weil ich gestern den ganzen Tag... Ja, Mann! Geht kaputt! So lost. Tut mir leid, Leute. Okay, nochmal. Ja, nochmal. Leidet. Ja, genau. Leidet. Wie wir gelitten haben. Ja. Leidet. Ey, wir können ja, Mann, endlich. Wegen Blizzard, danke. Oh mein Gott, hat das so lange gedauert. Verdient. Mann, verdient. Ich habe richtig Freude wegen so einem Spiel. Aber nur, weil es so lange gedauert hat. Oh Mann. Oh, ey, es heißt noch nichts. Pummelhof kann ja immer noch irgendeine dumme Attacke machen. Wegen dem machen wir einen Safe-Slot. So. Wir haben noch einen Schlafsamen, also keine Sorge. Er ist verwirrt! Oh mein Gott, jetzt haben wir ihn dort, wo wir ihn haben wollen. Macht Sinn. Bleib hier. Er ist zurückgeschreckt. Okay. Warum hält der so viel aus? Pummelhof. Boom! Ja, Mann! Ey, wir haben sie geschafft! Oh mein Gott, ey! Oh Mann, das ist so eine
Erleichterung gerade. Ey, wir können endlich unsere Pokémon entwickeln und jetzt ist alles einfach. Ja, okay, das stimmt nicht. Es wird noch schlimmer. Es wird noch viel, viel schlimmer. Aber wir haben endlich diesen Step hinter uns. Oh mein Gott. Sie haben mich erwischt. Lauft alle weg. Ei! Okay, alle schreien. Puh. Was das wohl alles zu bedeuten hatte, möchte ich wissen. Nun, ich glaube, hier sind wir fertig. Wir sollten weiterziehen. Lass uns zur Glitzerquelle gehen. Ja, Mann, Gratulation. Danke, Harmon. Oh mein Gott. Ey. Oh Mann, das hat jetzt wirklich Pain. Ey, das war wirklich torturmäßig. Oh. Hey, Teddy Ursa und Ursa Ring. Oh, ihr seid es. Was ist euch denn passiert? Ich dachte, ihr würdet direkt hinter uns herlaufen. Wir wurden aufgehalten. Egal. Was steht an? Nun, hier liegt eine Schatzbox. Hier war vorher keine Schatzbox. Ich möchte sie öffnen, aber andererseits habe ich ein mulmiges Gefühl dabei. Weißt du, es wäre übel, wenn da zum Beispiel eine Springfalle drin wäre. Also haben wir darüber diskutiert, ob wir die Box öffnen oder es sein lassen sollten. Also dann, wir öffnen sie. Wisst ihr, wir wurden hier für unsere Gildenabschlussprüfung hergeschickt. Uns wurde gesagt, wir sollten mit dem Schatz von hier zurückkehren. Okay, dann wurde das von Knulluff dorthin gelegt. Das ist es. Diese Box muss irgendetwas mit eurer Prüfung zu tun haben. Ihr solltet sie öffnen, Leute. Kann ich dich dazu überreden, das zu tun, Dreamers? Okay, let's go. Ich denke, das wäre schon okay. Aber man weiß nie, es könnte auch eine Falle sein. Wenn ich nur irgendwie den dimensionalen Schrei aktivieren könnte, dann hätte ich eine bessere Vorstellung davon, ob diese Box sicher ist oder nicht. Okay. Okay, es passiert. Okay. Das Schwindelgefühl setzt ein. Okay. Ja. Wow. Das war eine sehr hilfreiche Vision. Es war Knulluff, der diesen Schatz hier platziert hat. Das bedeutet, in dieser Schatzbox. Dreamers öffnet die Schatzbox. Ist ein perfekter Apfel. Es ist ein perfekter Apfel! Der Schatz der Glitzerquelle. Ein perfekter Apfel! So lost einfach. Ein perfekter Apfel als Schatz? Das passt zu Knulluff, denke ich. Wow! Was war das? Okay. Was für Licht? Es scheint Licht herab. Oh, dann vielleicht. Hat die Glitzerquelle vielleicht ihre Kraft zurückgewonnen? Jene, die erwachen wollen. Ah, wer hat das gesagt? Das Fortschreiten der Zeit. Es brachte wieder Licht an diesen Ort. So ihr Entwicklung sucht, tretet vor. Ich wusste es. Ich wusste, dass die Glitzerquelle wieder zum Leben erweckt werden würde. Schön für dich, Teddy Ursa. Du hast schon sehr lange nach Entwicklung gestrebt. Stimmt. Okay, jetzt gibt's Entwicklung. Bra. Entwicklung? Oh, das stimmt. Knulluff hat es mal erwähnt. Glitzerquelle? Ja, dort gingen einst die Pokémon hin, um sich zu entwickeln. Vielleicht scheint wegen der Schwierigkeiten, die wir mit der Zeit hatten, kein Sonnenlicht mehr auf die Quelle. Im Moment kann sich dort nichts entwickeln. Okay. Wieder sehr gute Vorlesekünste. Oh Mann. Knuddeluff sagte auch, dass dies der Ort sei, den Pokémon für ihre Entwicklung aufsuchen würden. Aber was ist Entwicklung? Was? Er weiß. Hä? Sonst ist er ja auch immer der Sherlock und Captain Obvious hier, aber egal. Oh, du weißt nicht, was Entwicklung ist? Was es bedeutet, sich zu entwickeln? Manche Arten von Pokémon können sich entwickeln, wenn gewisse Bedingungen gegeben sind. Wenn ein Pokémon sich entwickelt, ändert sich sein Erscheinungsbild, manchmal sogar dramatisch.
Wirklich? Deine Erscheinung verändert sich? So ist es. Und es kann sich auch nicht nur dein Aussehen verändern. Wenn du dich entwickelst, ändert sich manchmal auch deine Form und deine Fähigkeiten. Was sagst du dazu? Echt? Yep, ich wollte schon immer stärker werden. Also habe ich seit langem gehofft, mich zu entwickeln. Ich probiere das sofort aus. Okay. Jene, die erwachen wollen. Dies ist die Glitzerquelle. Möchtest du dich entwickeln? Jawohl, bitte. Benötigst du dazu ein Item? Nein, ich brauche keins. So sei es. Du, der du erwachen willst, lass uns beginnen. Etwas geschieht mit Teddy Ursa. Die Erscheinung von Teddy Ursa verändert sich. Das war aber ja mal eine geile Animation. Teddy Ursa hat sich zu Ursa entwickelt. Wow, Teddy Ursa sieht jetzt genauso wie Ursa Ring aus. Nein. Ja. Hey Ursa Ring, ich habe mich entwickelt. Herzlichen Glückwunsch. All die Levelaufstiege, die du erreicht hast, haben sich endlich ausgezahlt. Jetzt kann man uns nur schwer auseinanderhalten. Ich freue mich trotzdem für dich. Entwickeln wir uns doch auch, Dreamers. Ich versuche es zuerst. Jene, die erwachen wollen. Dies ist die Glitzerquelle. Möchtest du dich entwickeln? Ja, ich will mich entwickeln. Ja, bitte. Oh, wie aufregend. Benötigst du dazu ein Item? Ein Item? Ich weiß nicht. Nein, kein Item für mich. So sei es. Du, der du erwachen willst, lass uns beginnen. Nein. Unmöglich. Du kannst dich nicht entwickeln. Was? Was? Sag mir jetzt nicht, wir müssen noch länger warten. Oh, ich hab das doch gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Oh nein, jetzt müssen wir nochmal irgendeinen Boss besiegen, oder wie? Why? Why? Nein! Oh Mann, ich dachte, wir wären jetzt Turtok. Was? Warum nicht? Warum kann ich mich nicht entwickeln? Habe ich vielleicht noch nicht die Voraussetzung für meine Entwicklung geschaffen? Nein, das ist es nicht. Das Problem hat nichts mit den Voraussetzungen für die Entwicklung zu tun. Warum klappt es dann nicht? Teddy Ursa konnte sich entwickeln. Warum kann ich mich nicht entwickeln? Warum du dich nicht entwickeln kannst? Vielleicht hat die Verzerrung des Raumgefüges etwas damit zu tun. Genau, genau, wir müssen noch Palkia besiegen. Oh Mann. Oh no, man, ey. Boah, jetzt habe ich noch mehr Pain. Noch mehr Pain als vorher. Ja, okay. Ich glaube, wir sind jetzt übelst vorbereitet. Vorbereitet auf das Ganze. Und vielleicht ist ja auch das Mystery Dungeon von Palkia dementsprechend auch stark, dass wir gut noch mehr aufleveln können. Oh, yo. Okay, weiter. Verzerrung? Das Raumgefüge? Ich weiß nicht, warum das so sein könnte, aber deine Existenz. Sie hängt irgendwie mit der Verzerrung des Raumes selbst zusammen. Okay. Und als Folge daraus kannst du dich nicht entwickeln. Nein, es trifft nicht nur für dich, nicht nur dich, es gibt noch ein anderes Pokémon. Das Pokémon hinter dir. Auch ihm bleibt eine Entwicklung versagt. Was? Dreamers auch? Was? Mir auch? Das ist alles, was ich erkennen kann. Dies ist die Glitzerquelle. Falls du weitere Entwicklung suchst, so kehre zurück. Ich bin wohl nicht der Einzige. Ich nehme an, du kannst dich auch nicht entwickeln, Dreamers. Ich verstehe nicht, warum uns die Entwicklung versagt bleibt. Naja, immerhin haben wir den perfekten Apfel, der sich in der Schatzbox befand. Oh Gott. Wir sollten damit zur Gilde zurückkehren. Ihr habt die Abschlussprüfung bestanden. Okay, let's go. Herzlichen Glückwunsch. Ihr beide habt die Gildenabschlussprüfung bestanden. Ihr habt es geschafft. Oh, wird nicht gefeiert?
Seid ihr vielleicht nicht glücklich? Naja, ich bin schon glücklich. Aber ich habe es wohl nicht richtig realisiert. Ich glaube nicht, dass wir irgendetwas Tolles geleistet haben. Das stimmt absolut nicht. Verstehst du nicht, wie unglaublich das ist, was ihr zwei getan habt? Ihr seid losgezogen und mit einem fantastischen Schatz in Form eines perfekten Apfels zurückgekehrt. Und damit nicht genug. Ihr habt auch noch den schauderlichen Großmeister Anubis besiegt, oder nicht? Aber das ist es, was ich nicht verstehe. Knolluf, woher weißt du, dass wir den Großmeister Anubis besiegt haben? Wir haben es von irgendwoher gehört. Außerdem, dieser böse Großmeister Knolluf, warst das nicht du? Wie bitte? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Bra, wirklich. Really? Vor allem Bidiza macht irgendwie die Luke auf, dass man immer alles sieht. Und dann sagt er, ja, wir wissen nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest, Großmeister Anubis. Ich auch nicht. Ich weiß von nichts. Des Großmeisters Untergebene? Wer soll das sein? Hey, ich auch nicht. Ich kenne keine Untergebene. Ha! Leute, was geht hier vor? Wie auch immer. Ihr beide seid jetzt jedenfalls offiziell Gildenabsolventen. Oh mein Gott, kann ich wieder nicht aussprechen. Von nun an seid ihr von den strengen Regeln der Gilde ausgenommen. Euch steht es frei, als Erkundungsteam völlig eigenständig zu arbeiten. Oh, super! Heißt das, wir können all die Belohnungen von den Jobs behalten und müssen das Geld nicht mehr mit der Gilde teilen? Das ist exzellent, Dreamers. Nein, zu unserem Bedauern ändert sich an dieser Sache nichts. Wie bisher werdet ihr auch weiterhin den größten Teil eures verdienten Geldes an die Gilde abtreten müssen. Was? Aber warum? Ein Absolvent dieser Gilde zu sein, bedeutet immer noch mit uns verbunden zu sein. Euer Team, Team Schimmel, kann nur arbeiten, weil es diese Gilde gibt. Es gilt es zu akzeptieren, wenn ihr ein Erkundungsteam sein wollt. Oh, aber dann hat sich ja im Vergleich zu vorher gar nichts geändert. Okay, ihr versteht es nicht. Ein Absolvent von dieser Gilde abzugehen, ist etwas ganz Besonderes. Das stimmt. Ich sollte es wissen. Sogar ich konnte die Abschlussprüfung nicht bestehen. Okay. Er hat angefangen zu weinen. Tut mir leid, Krakela. Wie dem auch sei, ihr beiden habt die Prüfung mit Bravour bestanden. Ich hoffe, ihr leistet weiter sehr gute Arbeit als Erkunder. Knuddeluff, herzlichen Glückwunsch, Glumanda und Dreamers. Auweia, wie toll. Hey. Ich freue mich so für euch. Ich bin... Schaut ab und zu mal bei euren alten Freunden rein. Ihr alle, Glückwunsch, Team Schimmel. Dass Team Schimmel wirklich abgeschlossen hat. Oh mein Gott. Oh, ihr alle. Vielen Dank an euch alle. Okay. Der Erkundungsteamverband hat eine Mitteilung geschickt. Dem Team von Dreamers wird ein größerer Schatzbeutel verliehen. Ihr könnt jetzt mehr Items tragen als zuvor. Zusätzlich als Startkapital für das neue, an die Gilde angegliederte Team erhält Team Schimmel 10.000. Noch etwas. Die Bonus-Episode in der dunklen Zukunft wurde freigeschalten. Um eine Bonus-Episode... Ja, okay. Ich glaube, das ist die Episode... Herzlichen Glückwunsch, Team Schimmel. Ihr habt euren Abschluss. Okay. Ich glaube, das war die Episode mit Reptilien. Also das in der Zukunft. Nun, da wir unser altes Zimmer in der Gilde nicht mehr in Anspruch nehmen können, ich würde sagen, wir wohnen ab jetzt einfach hier. Der Sinn des Gildenabschlusses erschließt sich mir noch nicht so ganz. Machen wir einfach als Erkundungsteam weiter wie bisher. Ich würde sagen, von jetzt an ist dies die neue Erkundungsbasis von Team Schimmel. Lass uns zur Gilde eilen und nach Jobs vom Job-Infobrett und Ganoven-Infobrett anschauen. Ja, okay. Das ist ein neuer Anfang für uns, Dreamers. Let's go!
Tipp für Erkundungsteams. Weil ihr die Gildenprüfung absolviert habt, könnt ihr euren Spielstand ab jetzt speichern, indem ihr euer Bett verwendet. Hä, das war doch vorhin schon so. Oder meinen Sie einfach das hier? Danke für die Info. Ey, wir haben das Spiel durchgespielt, dass wir das machen konnten. Ja, endlich können wir speichern, wenn wir ins Bett gehen. Oh mein Gott. Wollte ich schon immer machen. Der Traum wurde endlich erfüllt. Ich bin so froh, dass der Verwirrwald jetzt vorbei ist. Wisst ihr, was sie über diese Gilde sagen? Dass sie ihre Lehrlinge schwer macht, einen Abschluss zu erwerben. Okay. Welche Items haben wir? Okay, wir verkaufen, wie es aussieht, sehr viele Items jetzt dann. Okay, geht eigentlich. Sehr viele Items und dann sind es sehr wenig. Ah, warum habe ich jetzt... Wir haben übelst viele Boxen zum Öffnen. So. Ja, okay, die hier. Gut. Ihr habt den Abschluss erworben. Glückwunsch. Wir hoffen auf eure fortwährende Unterstützung und Großzügigkeit. Okay. Ja, negativ, still. Gegner erhält Mundtot-Status. Was? Böller können wir auch verkaufen. Flinksam. Ja, ist so gut. Haben wir alles verkaufen außer... Wowie! Alles verkauft außer den Flinksamen. Hat sie einen Level-Up-Samen? Ah, der hat auch noch irgendwas gesagt. Ups. Den nehmen wir mal mit. Okay. Gut. Wir reden dann noch mit allen Leuten hier. Weil es kann immer sein, dass irgendein NPC der Trigger ist, dass es weitergeht. Weil wir halt jetzt nicht mehr in der Gilde sozusagen, ja, zu Hause sind. Dort war es ja meistens so, dass die Events automatisch passiert sind. Also, dass die Hauptstory auch automatisch weiterging. Jetzt könnte es sein, dass wir übelst lange weitermachen und ein NPC irgendwie übersehen. Wegen dem, wir müssen jetzt ein bisschen ja, das ganze Zeug erkunden gehen. Ihr zwei habt die Abschlussprüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Wow, die beste Kommentar wirklich. Okay, was haben wir hier drin? Pietau oder Pietau. Bitte irgendwas mit Chigi oder mit Turtok. Was haben wir bekommen? Irgendwas mit Golden Band oder so. Wir sehen es ja dann gleich. Ich rushe schnell durch. Flufftau. Das ist wahrscheinlich Fluffeluff. Pipi? Hä, warum bekommen wir alles von den Feentypen? Hä? Bidiza-Karte, ach komm. Really? Okay. Ah, Lorblatt? Ja. Fluffeluff. Okay, Goldband können wir teuer verkaufen. Muss leider los, wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke haben und wünsche ich dir auch. Bis die Tage dann. Man sieht sich. Bye. Ja, das Goldband können wir jetzt natürlich gut einsetzen für unser Wohlbefinden. So. So, Melior lässt Flüssigkeit vertrocknen. Komm, verkaufen wir auch direkt. Easy going. Ich muss wahrscheinlich ein bisschen im Internet nachschauen, wenn wir es nicht auf Anhieb finden. Also wie es weitergeht. Weil ich würde schon gerne weiterfahren und nicht die ganze Zeit normale Missionen machen müssen. Weil das war ja auch beim ersten Pokémon Mystery Dungeon eigentlich das Problem bei uns. Es ging nicht vorwärts. Irgendwas habe ich verpasst. Hab zwar alles nach den Anweisungen so gemacht, wie es im PokéWiki stand, aber hat nicht funktioniert. Guten Morgen, Leute. Selbst nach der Gildenabschlussprüfung könnt ihr weiter auf Erkundung gehen. Jawohl, ja. Wie?
Ihr fragt mich, wo ihr erkunden gehen solltet? Uff, nun, das kann ich euch nicht beantworten. Aber ihr werdet mir beipflichten, wenn ich sage, dass es noch genug Geheimnisse in dieser unserer Welt gibt. Ich bin mir sicher, dass ihr solche Orte erforschen und erkunden wollt. Also überprüft wie üblich die Jobs und auf den beiden Gilden-Infoportal. Nach einigen weiteren Jobs wird sich etwas Neues für euch ergeben. Jawohl, ja, ich habe es im Gefühl. Was mich angeht, ich muss selbst auf die Gildenabschlussprüfung hinarbeiten. Ja, das muss ich. Auf einen weiteren erfolgreichen Tag voller Erkundungen. Jawohl, ja. Hey, Wampe. Ist das nicht großartig? Es ist wieder Frieden auf der Welt eingekehrt. Wenn die Dinge so heiter sind, bist du nicht auch irgendwie hungrig? Oh nein. Was, hungrig? Was? Lass mich dir eine Frage stellen. Rate mal, was ich jetzt wirklich gerne essen würde. Wampel, hast du eine Idee, was ich jetzt gerne essen würde? Er hat immer Angst, dass er gegessen wird. Oh Mann. Hat sie unten noch einen? Nö, jetzt kein Pocken. Das Mundtier ist noch hier. Hey, ihr habt eure Abschlussprüfung bestanden, nicht wahr? Ihr habt es geschafft, Glückwunsch. Ich habe erkannt, dass ihr zwei schon welche seid. Okay, und ich habe recht behalten. Okay, gut, dann ist ja alles ready. Was sagt er? Wir haben noch nie mit Elle Voltec geredet. Ihr habt die Gildenabschlussprüfung bestanden, wie ich gehört habe. Ich denke, meine Kombinationen haben euch geholfen, durchzukommen. Habe ich recht? Wir haben noch nie mit ihm geredet. Was bildet er sich ein? Hey! Okay. Wir haben es gehört. Ihr habt die Gildenabschlussprüfung erfolgreich abgeschlossen. Glückwunsch! Alle reden nur über das. Glückwunsch, Glumanda und Dreamers. Dann und wann höre ich Erdbebengeräusche aus dem Knorga-Dojo. Was macht der bloß da drin? Okay. Ip, ich bin froh, dass ihr die Abschlussprüfung bestanden habt. Glückwunsch. Ich hoffe, dass ihr mit den Erkundungen fortfahren werdet. Okay. Also, wie es aussieht, ist das Knorga-Dojo auf. Was war das? Dies Beben. Das klang wie... Kam es aus dem Dojo? Lass uns hineingehen, Dreamers. Boah, sieh dir das riesige Loch an. Was geschieht hier? Die Wand hat nachgegeben. Und an ihrer Stelle ist dieses große Loch entstanden. Mir fällt etwas ein. Mein Opa hat diese Sache vor langer Zeit erwähnt. Dein Opa? Ja. Wisst ihr, mein Opa hat dieses Dojo ursprünglich erbaut. Und eben jener Opa erzählte mir von einer sehr gefährlichen Höhle, die es hier geben soll. So gefährlich, dass man das Loch versiegen ließ, damit niemand hinein konnte. Ich erinnere mich jetzt wieder. Damals erzählte mir mein Opa immer von diesem Loch. Er schaffte es jedes Mal mir, damit Angst zu machen. Ihr wollt doch nicht etwa in dieses Loch steigen, oder? Tut es nicht. Denkt nicht mal daran. Ich kann euch nicht garantieren, dass ihr da je wieder rauskommt. Ich glaube, das ist sehr gut für ein Training, oder? Ah, hier sind... Okay. Falls wir mal trainieren wollen gegen normale Pokémon. Ich glaube, das kann man sogar abschließen. Okay. Wir gehen dort mal hin. Wir schauen das mal an. Aber ich klicke hier noch durch. Wir haben noch Geld, das wir in die Bank reinpacken müssen. Ja, ich bin es. Ich bin Ursaring. Naja, das ist ziemlich offensichtlich, oder? Es ist schwierig, uns jetzt auseinanderzuhalten. Das kann echt lästig werden. Oder sein. Oh, Glumanda und Dreamers, wie geht es euch? Ich bin es, Teddy Ursa. Oh, wartet mal. Nein, ich bin jetzt Ursaring. Oh, das ist alles noch so neu und verwirrend. Wenn er shiny gewesen wäre. Ich hoffe, ihr nehmt nach... auch weiterhin Geld ein und gestattet mir es zu horten. Okay. Wenn er halt ein shiny Pokémon... Oh, ich wollte nicht nehmen. Dann hätte er halt grün ausgesehen. Dann hätte man die Teddy... die Ursa-Rings besser auseinanderhalten können. Okay. Wir haben Belebersamen. Lagern wir den noch schnell rein. Gehen wir...
sowieso ohne Items dort rein. So. Gut. Die Musik einfach. Bye. Nochmal ein Safe State. Abschlussprüfung. Das Ziel heißt Abschlussprüfung. Möchtest du dorthin aufbrechen? Achtung, wenn ihr eintretet, gehen alle Items in euren Schatzbeutel verloren. Tretet ihr ein, auch wenn dadurch alle Items in ihr... ja, okay. Hey. Wir haben ja alle schon eingelagert. Ich hoffe, es kommen wirklich starke Pokémon. Ladestrahl. Okay, Medite. Habe ich schon gesehen. Medite könnten wir... Okay, es gibt 200 Erfahrungspunkte. Ja. Schauen wir mal, wie weit es wir kommen. Vielleicht geht ja die Abschlussprüfung bis Level 99. Könnte gut möglich sein. Okay, hier ist ein Kabuto. Okay, da war schon wieder ein Kabuto. Okay, wir haben hier einen Apfel. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Dann halt. Hä? Beide nicht getroffen? Kann ich jetzt wirklich gar nicht... Ah, gut. Dachte schon. Ey, wir werden fertig gemacht von Weberax. Ernsthaft? Danke. Da kommt das nächste Pokémon. Ey, really? Okay, gut, der ist auch da. Geil, eine Box. Aber es geben nicht alle Pokémon 200 Erfahrungspunkte. Das steht schon mal fest. Okay. Das war Glück. Ich will mal schnell nachschauen, wie viel das Knurker-Dojo gibt. Ja, ja. Knurker-Dojo Abschluss. Prüfung, so. Was? Was? Nach Abschluss der Hauptgeschichte kann man über den versiegelten Abgrund des Abschlusstrainings-Dojos betreten. Man darf nach wie vor keine eigenen Items mitnehmen, aber dafür gibt es dort eine Menge Arten von anderen Items zu finden, wie zum Beispiel versteckte Maschinen. Okay. Des Weiteren lassen sich hier auch legendäre und mysteriöse Pokémon unter bestimmten Voraussetzungen rekrutieren. What? Was? Also, ah, okay. Das ist nur bei Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam, Dunkelheit und Zeit der Fall. Aber beim Himmel sieht es nicht so aus. Aber bei Ebene 23 wäre Hierarchie gekommen. Bei Ebene 40 wäre Lavados gekommen und Suicune bei Ebene 29. Und es geht bis 48, die Ebene. Okay, der Dungeon wird durch das Abschießen... Ja, okay.
Man bekommt das Item Braun Band. Dieses Band erhöht den Angriff, die Verteidigung, die Spezialattacke und die Spezialverteidigung des Trägers jeweils um einen Punkt. Und man bekommt hier auch das Item Link-Kabel, also es ist mehr ein, eine Ortschaft, mehr ein Dungeon, um wichtige Items aufzusammeln. Und man kann noch dazu das Braunband bekommen, wenn man alle 50 Ebenen macht. 50 Ebenen. Ganz am Schluss gibt es irgendwie einen Bosskampf, so wie es aussieht. Aber die Pokémon sind alles eigentlich solche Pokémon, also wirklich nicht starke. Aber Level 45, so in diesem Bereich. Ey, wie das gerade meine Aussage unterstützt hat. Ey, das war jetzt einfach genial, ey. Ich habe gar nicht bemerkt, dass irgendwie die Cam übelst nach oben geriet. Ey, nein, war das schlecht? War das schlecht? Ach, das war wohl nichts. Tja, was habe ich gesagt? An einem so entsetzlichen Ort hätte ich gar nicht erst gehen sollen. Lernt daraus und geht nie wieder dorthin. Ist nice, dass man aber immer im Knogga-Dojo wieder rauskommt. Oh, Dreamers! Glumanda! Hey, Palim! Was gibt es? Oh, Dreamers, Glumanda, herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Gildenabschlussprüfung. Team Schimmel kann jetzt in Zusammenarbeit mit der Gilde operieren, nicht wahr? Also genießt ihr jetzt gewisse Privilegien bei der Nutzung des Treffpunkts. Läutet die Glocke, ihr könnt jetzt einen neuen Sonderservice in Anspruch nehmen. Sonderservice? Was ist jetzt los? Was ist das denn für ein Sonderservice? Nun, etwas ganz Besonderes. Ihr könnt jetzt einen anderen Anführer wählen, bevor euer Team in einen Dungeon geht. Einen anderen Anführer? Wir können den Anführer ändern, bevor wir in einen Dungeon gehen? Ja. Bis jetzt war Dreamers immer der Anführer bei euren Erkundungen, richtig? Jetzt, wo euer Team mit der Gilde kooperiert, hat ihr einen anderen Status. Jedes Mitglied von Team Schimmel kann Anführer werden, bevor ihr einen Dungeon betretet. Anders gesagt, ihr könnt ein Team in einen Dungeon schicken, das nur aus Rekrutenmitgliedern von Team Schimmel besteht. Ein so zusammengestelltes Team ist genauso offiziell anerkannt. Oh, verstehe. Das heißt also, wenn wir einen Dungeon erkunden wollen, in dem unser jetziges Team typspezifisch Nachteile hätte, dann können wir ein völlig anderes Team mit einem anderen Anführer bilden und sogar Vorteile vom Typ nutzen? Ganz genau. Natürlich gibt es Dungeons, die nur Dreamers und Glumanda betreten können. Ich hoffe, ihr nutzt den neuen Service. Auf jeden Fall viel Glück für eure Arbeit als Erkundungsteam. Ja, okay. Es ist schon nice für ganz, ganz am Schluss, wenn man eben nicht mehr so spezifische Dungeons, die nur eben wir erledigen können mit Glumanda. Wenn das hinter uns gebracht ist, dann wäre es wirklich offen. Dann müssen wir auch nicht mehr Glumanda und Chiggy trainieren, sozusagen. Obwohl, Turtok und Glurak sind dann schon gute Teammitglieder, also wir müssen einfach noch ein drittes passendes Teammitglied finden. Unter anderem könnten wir Knackrak suchen, ein Dragoran, also irgendein Drachen-Pokémon wäre schon mal sehr, sehr stark. Cheltera wäre natürlich auch gut. Schauen wir einfach mal. Die Zeit vergeht so rasch. Mir ist so, als wäre es erst gestern gewesen, dass ihr zwei bei der Gilde aufgetaucht seid. Ihr zwei. Oh, ihr wart hinreißend, du meine Güte. Okay. Zu Besuch in der Gilde, hey, hey. Bin froh, euch zu sehen, hey, hey. Selbst nachdem ihr den Abschluss gemacht habt, könnt ihr Jobs auf dem Infobrett einsehen und Ganoven jagen. Also nehmt weiterhin jene Jobs an, hey, hey. Okay. Vielleicht ist da hier irgendwas Spezielles. Oh! Oh, neuer Dungeon entdeckt und Null Insel Süd. Okay. Okay. Ey, wir haben zwei neue Dungeons, also die Null Insel Süd.
die haben wir ja direkt eigentlich unter uns. Also wenn man bei der Karte sieht, sieht man schon die Nullinsel. Dort wird man immer wieder zurückgesetzt auf Level 0. Level 1, sorry, tut mir leid. Man sieht ja immer Belohnung. Und zum Beispiel bei der Treibsandhöhle ist keine Belohnung. Also ist einfach Fragezeichen. Null Insel Ost, oh mein Gott. Es ist einfach 7 Sterne. Okay, jetzt müssen wir wirklich nach Sterne gehen. Oh, uff. Ja, wir können ja Treibsandhöhle sonst annehmen. Aber. Die Ausschreibung des Jobs beschreibt detailliert einen unerforschten Ort. Es ist ein Ort namens Flimmerhöhe. Du kannst jetzt zur Flimmerhöhe gehen. Okay, ich weiß nicht, ob es zusammenhängt mit irgendwie was Storylastigem. Oder ob das jetzt einfach willkürlich ist. Wir haben sie endlich gefunden. Die Nullinsel. Die Nullinsel befindet sich südlich von hier, jenseits des Meeres. Das ist der Ort, den wir im Begriff sind zu erkunden. Die Schatz- und Goldberge dort drin, wir wollen sie alle haben. Wenn das mal nicht ihr zwei seid, ist schon eine Weile her. Ah, wir sollten vielleicht noch ins Pandir-Café gehen. Warte. Hier ist eine Flasche. Sieht so aus, als sei etwas darin. Möchtest du es versuchen, es herauszu? Oh! Nein! Die Jobliste ist voll. Okay, wir machen einen Job weg. Das war sehr schnell überlegt. Okay, nochmal. Das sieht aber auch aus wie eine storylastige Mission. Okay, Schatznotiz. Habe ich jetzt Nein gedrückt? Okay. Ist so ruhig hier. Verstecken wir den gestohlenen Schatz in der Höhle, in der es nach Meeresküste riecht. Okay. Also es hat sich nichts verändert. Ich führe Tests durch, um zu sehen, wie nahe ich ans Meer gelangen kann. Ich bin anfällig gegenüber Wasser, aber ich versuche diese Schwäche zu überwinden. Das wird mich zu einem Helden formen. Omer, komm! Ich fordere dich heraus! Omer, erhöre mich, lehre mich! Ihr habt den Gildenabschlussprüfung erworben. Glückwunsch! Ich glaube, das wird euch für mehr als bloßes Erkunden bereit machen. Betrachtet mich als einen großen Unterstützer. Viel Glück. Möchtet ihr... Oh, wir können... Ey, wir können trotzdem dorthin gehen. Okay. Okay, okay, okay. Wir gehen dorthin, weil dort gibt es Knackrack und ganz viele starke Pokémon. Lol, wir hätten die ganze Zeit ins Ver... Aus Fehlern lernt man. Leider. Na, wenn das mal nicht Team Schimmel ist. Ich habe eine Bitte an euch. Ich möchte gerne, dass ihr Magby helft. Ich habe selbst leider keine Zeit dafür. Bitte, ich zähle auf euch. Beim Stachelberg. Tut mir leid, wir haben gerade alles voll, Bro. Oh, schade. Ich dachte wirklich, Team Schimmel könnte Magby helfen. Sorry. Wow. Dank eurer Anstrengung bei der Rettung der Welt kann ich weiter meine gemächlichen Erkundungen vorantreiben. Vielen Dank. Ja. Während ich auf Erkundung war, scheint etwas Unmögliches mit der Welt geschehen zu sein. Habe ich zumindest gehört. Er hat es nur am Rande mitbekommen. Vielleicht ein bisschen spät. Ich weiß nun, dass das Gerücht über das Schicksal der Welt wahr gewesen ist. Aber dein Team hat sie gerettet, nicht wahr? Ich bin euch wirklich dankbar. Hä? Pachirisu? Ich muss euch danken. Dank euch kann ich hier sitzen und entspannt solch köstliche Drinks genießen. Dank Team Schimmel. Keine Ursache. Okay, gehen wir. Warte.
Ah. Ich glaube, wir wissen, was das wahrscheinlich zu bedeuten hat. Es ist eine Schatznotiz, also steht wahrscheinlich die Ortschaft nicht, wo wir hingehen müssen. Und es könnte wirklich die Salzwasserhöhle sein, weil in der es nach Meeresküste riecht. Salzwasserhöhle. Es würde bei U7 sein. Sonst hätten wir dann noch Flimmerhöhe, welches wir erkunden können. Machen wir Salzwasserhöhle als erstes. Ah! Okay, heiße Quellen gibt es jetzt so. Ist relativ viel dazugekommen. Halt alle Nullinseln, Teile, Glitzerhöhle, aber können wir nichts machen. Salzwasserhöhle. Okay, probieren wir mal. Oh Mann, wird das gut kommen. Wir sollten ja jetzt eigentlich noch stärker sein als vorher. Ja, okay, das hat nichts zu bedeuten. Aber jetzt passiert das dann wieder übelst viel. Kann ich eigentlich jetzt nicht schnell Glumanda... Okay, ich kann ihn nicht als Anführer bestimmen. Aber wenn jetzt Glumanda down geht... Gehen wir nicht mehr raus aus dem Dungeon. Es gibt für uns... Normal weiter. Dann haben wir, wenn schon, diese Probleme nicht. Was haben wir gerade aufgehoben? Es ging irgendwie zu schnell. Lake, geil, okay. Haben wir ja auch noch nie gefunden. Nein, noch gar nie. Okay, mal Glück gehabt. Wir machen schon das. Oh, ja. Geh down. Gut. Next. Nein, Wasserattacken gegen ihn. Ja, okay, gut. Die Feuerattacke hat genutzt. Zum Glück. Okay, noch 3 Ebenen. Oh, really? Muss das sein? Ja, wir haben ihn zurückgelotst. Das war alles eine Falle. Gotcha. Boom. Wartet kurz. Appellorb, Fluchtorb, Siedelb. Wieder eine. Yay! Ey, jetzt haben wir genügend Leben. In alle Ewigkeit. Stimmt auch nicht. Warum lüge ich überhaupt? Wir sterben als nächstes irgendwann und dann haben wir wieder alle Siedelbeeren verloren. Wegen dem, ja. Wir haben nicht alle Leben der Welt. Ja, ich könnte ja nachschauen wegen so Action Replay Codes. Gibt es überhaupt für ein Pokémon? Ja, eigentlich für jedes Spiel gibt es ja irgendwelche Cheat Codes. Aber bei Pokémon Mystery Dungeon hätte ich mir das jetzt bin ich auf irgendwas gekommen, was ich noch gar nicht betrachtet habe. Ey Leute, vielleicht können wir auch das Spiel komplett ansehen gegen Ende. Vielleicht reißt mir irgendwann der Geduldsfaden. Irgendwann wird es dann vielleicht einen Stream geben, wo wir die ganze Zeit überall durchrushen werden. Oder uns übel stark werden machen. Wenn es geht. Also ich habe keine Ahnung. Vielleicht plane ich hier jetzt unnötig voraus. Wenn es dann gar nicht möglich ist. Nein, ey. Wer hat eigentlich überall hier die Fallen aufgestellt? So. Rein als Neugierde. Ey, wenn er jetzt noch überlebt hätte. Warpsamen, so. Okay. Was? Ist das... Ist das nicht der Ort, von dem in der Schatznotiz die Rede ist? Ah! Okay, es hat gerade ein neues Dungeon-Teil gegeben. Okay. Also es hat keine Gegner hier. Oh, wir haben keine Schlüssel dabei.
Das ist jetzt ärgerlich. Oder sollte es irgendwo einen versteckten Teleporter geben? Ey, das doch nicht. Oder werden wir random? Ah, wir werden random. Okay. Okay. Wir haben den Schatz gefunden. Ah, okay. Okay, man musste das. Wollen wir den Dungeon jetzt verlassen? Wir haben jetzt hier noch einiges eigentlich zu erkunden. Wegen dem eigentlich will ich gar nicht gehen. Nein. Oder wartet. Ich mache hier ein Safe State und wenn ich es bereue, dann gehen wir. Nein, nicht verlassen so. Gut. Also gehen wir zurück auf diesen Safe State. Gut, jetzt der obere Raum hat übelst viele Items noch. Ah, Geld, okay. Wow. Gut. Ist da auch der Ausgang? Ich weiß gar nicht, ob wir dann wieder gegen Kabutops oder so kämpfen müssen. Weil das waren ja die Hauptgegner. Oh, really? Warum nimmt Gast... Also nicht, dass ich schlecht finde, aber Glumanda nimmt fast gar keinen Schaden. Gut. Oh! Ja, warum nicht? Komm in unser Team. Komm in die Gruppe. So. Er ist Level 23 und no man. Aber bitte setz kein Regentanz ein, bitte. Eingefallen. Einfach kein Regentanz. Sonst ist alles okay. Sonst müssen wir immer wieder die Animation ansehen. Er bleibt stehen, läuft nicht richtig mit. Es hat einfach nur Nachteile manchmal. Außer ja, das ist natürlich die Wasserattacken verstärkt. Das können wir immer. Nein, es tut mir leid. Tut mir leid. Ey, wir haben Level 44. Durch normale Gastrodons. Okay. Okay, warum nicht? Okay, wir haben es geschafft. Wie bitte? Du meinst, dort war ein versteckter Raum? Und nicht nur das, ihr habt auch einen Schatz mitgebracht? Ist das nicht wundervoll? Wisst ihr was? Ihr werdet den Schatz behalten. Nur ein Scherz, den kriegt ihr als Belohnung. Wie wäre es damit? Team Schimmel erhält 250 Erkunder-Rangpunkte. Oha. Damn, wir haben heute den ganzen Tag lang Einsatz gezeigt. Ich bin erschöpft. Wir sollen jetzt etwas schlafen. Wir sollen für einen weiteren tollen Tag morgen ausgeruht sein. Okay. Damn. Und der nächste Morgen beginnt. Auf einen weiteren tollen Tag. Ey, das war nice. Und auch gut kombiniert, dass die Salzwasserhöhle ist. Sonst hätte ich ja auch einfach nachschauen können, aber... Jetzt gehen wir natürlich die Box noch öffnen, wenn wir die gerade bekommen haben. War das die harte Box oder Luxusbox? Ich habe Luxus, oder? Loglaue. Logok? Könnte das für Logok sein? Wundergummi. Really? Ich glaube, es ist Logok. Ja, Logok. Erhöht den IQ. Nahrungsmittel, das sich durch seine seltsame Konsistenz von den anderen Gummibonbons unterscheidet. Erhöht den IQ eines Teammitglieds dauerhaft für den Magen. Ja, okay. Es ist einfach wahrscheinlich nicht typenspezifisch und geht für jeden Typ gut. Okay, wir lagern mal alle Gummis. Die anderen Sachen können wir alles verkaufen. Sinnelbeeren nehmen wir sonst mit. Reinsamen können wir auch noch behalten. Grimmsamen können wir auch. Ausdauerband, ja. Na, behalten wir jetzt noch. Können wir ja mitnehmen wieder. Gut. Wundergummi. So.
Nein, ich... Wie ich auch immer kaufen drücke. Und vor allem, ich gehe auch immer zum falschen Typen. Okay, Belebersamen. Ja, bitte. Okay. Lake haben wir so viel bekommen in diesem Stream-Verlauf oder in all unseren Stream-Sessions. Also richtig strange. Obwohl das Lake gar nicht gut ist, man bekommt es einfach tausendfach. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dass man es tausendfach bekommt. Niemand will es. So. Ja, wir lagern halt das restliche Geld noch ein. Gut. Wir gehen jetzt zur Flimmerhöhle. Nein, nein, nein. Wir gehen ins verborgene Land. Wir gehen dort ein bisschen aufleveln. Das verborgene Land ist ein reiner Ort, zu dem nur Auserwählte Zugang haben. Nur ihr beide dürft gehen, Dreamers und Glumanda. Ist das in Ordnung? Ja, als Duo gehen. Ich verstehe. Auf in das verborgene Land. Okay. Vielleicht kann man hier nochmal versuchen, gegen die Alga zu kämpfen. Damit man das rekrutieren könnte. Okay, Flora-Gummi. Oh mein Gott, wir hatten vorgestern so viele Probleme hier. Ich hoffe, das hat jetzt mal ein Ende. Ja, okay, es sieht schon besser aus. Und es könnte auch gut möglich... Ah. Ich wollte sagen, es könnte sein, dass wir Partner-Pokémon bekommen. Aber wir können nur hier zu zweit sein. Also können wir wahrscheinlich keine Partner-Pokémon anwerben. Oh, dann ist der Traum wieder beendet mit Knackrack. Ich dachte ja, wir bekommen, wenn schon, einen Knackrack. Oder es wäre die Möglichkeit, dass man... Ja, Drachen-Pokémon anwerben könnte, aber nein. Wenn schon, bekommen wir viele Erfahrungspunkte, sagen wir so. Aus dem Weg! Wie lange das wir hier gehabt haben. Ist einfach komisch, weil eben, dann verzweifelt man irgendwie vor zwei Tagen die ganze Zeit in dieser Map. Kommen wir wieder back, sind wir übelst stark. Also, ich glaube, wir hatten auch, glaube ich, damals Level 36 oder 37, irgendwas so. Irgendwas in diesem Bereich. Ja, hat schon ein bisschen geändert. Nur ein bisschen. Okay, Chaos-Orb. Aber dass man nach wie vor eben gut Erfahrungspunkte bekommt, das ist halt optimal. Gut. Ich glaube, die Ebene hat doch 20. Das Dungeon hat ja 20 Ebene. So, so ist richtig. Reflektor, Lichtschild, geil. Schnurrgast war immer dieses Pokémon, welches uns schnell erledigt hat. Okay, hier ist Lehmorb, geil. Boom, nein. Dachte, wir würden, wenn schon, noch treffen. Schade. Bärenkräfte, ey, das bekommen wir auch übelst viel. Leider. Gut. Ich hoffe, das ist hier keine Sackgasse. Aufs Wort einfach. Jetzt muss ich einfach nur noch den richtigen Weg treffen. So. Oh no. Oh no. Help. So. Ich hätte auch Blizzard einsetzen können. Das wäre doppelte Schwäche von Tropius gewesen. Wir haben keine Äpfel dabei. Dann nehmen wir hier ruhig einen mit. Gut, zwei Attacken reichen, also zwei Bissattacken. Nein, ich habe ihn aufgeweckt. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Was ist das? Beleber? Okay, der war nice. Plosiv. Oh, ja, ist gut.
Okay, wieder Apfel. Nein, wir nehmen den Typen natürlich auch noch mit. Defense Shawl. Vor allem Shawl. Schal, sorry. Oh Mann, die, manchmal diese Sprachfehler, die ich habe. Oh. Egal. Ja, geben wir dieses Item. Ja, Glumanda. Komm, warum nicht? Wir haben hier auch noch Ausdauerband. Ah, Ausdauer ist für Hunger. Okay. Haben wir dann... Ja, ich glaube, wir haben kein anderes Item zum Tragen. Leider nicht. So. Jetzt noch 9 Ebene. Ja, okay. Machen wir diese Taktik. Geht einfacher. Jetzt haben wir Heilband. Ich glaube, das ist wegen Statusproblem. Also, das ist immer irgendwann Statusprobleme halt. Ah, wir müssen zurückgehen. Ach komm. Jetzt kann Glumanda. Ah, was? Er greift uns an. Ah, really? Okay. Zum Glück hat er aber dafür Angriff erhöht. Wenn es nicht schon wieder weg ist. Okay. Ist hier unten. Okay, wieder ein Samen. Grimmsamen, ja, okay. Was? Hat jetzt schon mehr ausgehalten? Als ganz am Anfang? Oh nein. Glück gehabt. Wegen Kratzfurie. Oh. Der Magen knurrt langsam. Das war ein Teleportationsfeld. Oh mein Gott, Glück. Wir hätten schon sonst wieder eine riesen Reise machen können. Okay. Nein. Hä, woher kommt jetzt der? Vor allem Spiralband. Okay. Ich mache jetzt Blizzard. Ist mir egal. Geil. Nochmal. Er hat sogar die Attacke überlebt. Really? Bitte Dragoran, geh auch. Gut. Einfach noch das Geld mitnehmen. Ist das? Ah, wieder eine Ausdauerband. Okay. Glück. Also nicht mehr viele Ebenen. Dann haben wir es. Lichtschild. Ja. Ja. Essen wir mal einen Apfel. Nein, warum ist das immer auf Glumanda? Ich verstehe es nicht. Glumanda muss ja eh die meiste Zeit essen wir. Ich verstehe. Ja, egal. Das sind so kleine Details, die man anpassen könnte. Was auch eine riesen Wirkung zeigen würde. Aber egal. So. Also wir bekommen von jedem Einzelnen eigentlich so die 400 bis 500 Erfahrungspunkte. Aber wir sind jetzt schon hier. Okay. Sehr gut. Kommen wir wieder zu Dialga. Das wäre lustig, wenn wir wirklich dorthin kommen würden. Haben wir jetzt haben wir wieder alle AP. Hä? Um den Raum. Oh nein, die Aufteilung. Nehmt das! Boom! Oh, gerade bei... Oh, was? 939. Jo. Ist hier der Ausgang? Nö. Ey, wenn links von diesem Raum, den wir vorhin waren, weitergeht, dann frage ich mich einfach nur komplett. Warte, dort ist ein Rotgummi. Sollte vielleicht schnell das Schnurrgast hier erledigen. Oh Mann. Hab ich nur Biss eingesetzt, so. Das Rotgummi brauchen wir ja für eine Sternmission. Also finde das Item Rotgummi und bring es mir. Dann hätten wir das schon mal abgeschlossen. Okay. Nochmal. Escalation.
Mann. Greif ihn doch an, Blumander. Gut, er hat wenn schon ein Level up. Gut. Okay. Genial. Wir können wieder alles zurücklaufen. Okay, hier geht's auch nur in eine Richtung. Okay, es ist wieder ein Dragoran und ein Schnurrgast. Also ich nehme jetzt nicht an, dass wenn wir hier die ganzen Ebenen fertig haben, dass nochmal Zwerfinst kommt. Ich hoffe es wirklich nicht. Oh nein. Boom. Hä? Das hat die nicht down gemacht. Hey, really? Geschickte Box nehmen wir noch mit. Hier jetzt Taubsamen. Hier sieht es auch nicht nach mehr aus. Okay, hier ganz unten, unten links. Wie ich einfach die ganze Zeit Blizzard einsetze. Okay, gut, weiter. Jetzt auch nichts weiteres außer Orbs und Geld. Okay. Ausgang. Ausgang. Der muss jetzt hier sein. Okay. Hätte mich sonst übelst gefragt, wo er sonst sein könnte. Es sind drei Gegner hier im Raum. Es hat einfach niemand getroffen. Ey. Ey. Okay. Gut. Den bekommen wir so normal. Ey, ist viel besser zum Aufleveln. Viel, viel besser. Zwar, wir haben jetzt noch keinen großen Unterschied gemerkt. Der war stark. Der war jetzt sehr stark von Tropius. Was? Hat mehr ausgehalten, als ich dachte. Gut. Bis welche Ebene geht das noch? 8? 10? Hier waren wir auch nur für kurze Zeit. Ey, heute kombiniere ich die ganze Zeit Wörter miteinander. Oh Mann. Okay, nochmal. So. Hier war einfach noch ein Raum. Okay. Plosivsamen. Bye. Hä? Hä? Warum überleben die so viel? Irgendwie, gerade mein PC wurde ein bisschen lauter als vorher. Und auch irgendwie die Frames sind jetzt eingebrochen. Hä? Läuft der Stream noch? Okay, auf dem Handy. Auf dem Handy sieht es noch gut aus bei mir. Wir nehmen jetzt mal eine Sinnelbeere. Wenn wir schon so viele haben. Zum Glück habe ich sie gegessen. Okay. Nein! Genau in diesem Moment muss er ja Rauchwolke einsetzen. Geil, geil. Ey, jetzt können wir nicht wechseln. Greif an, komm, please. Es kann Rasierblatt. Wir haben keine Attacke mehr außer Turbodreher, weil ich jetzt die ganze Zeit einsetzen musste. Können wir jetzt endlich aufhören sein zu... Ja. Schon, ey, schon wieder, ey. Alter, das ist doch nicht lustig. Ah. Alter, das ist doch ein Joke. Das ist jetzt wirklich ein Joke. Ich hasse dieses Schnurrgasts.
Ich hasse diese Pokémon einfach so schlimm. Die haben uns schon damals immer aufgeregt und jetzt einfach nur durch billige Tricks. Warte nur, Schnurrgast. Bis wir einer wiedersehen. Alter. Der uns jetzt mit Raserei zunichte gemacht hat, nur weil wir nicht angreifen konnten. Ich will Refund. Vor allem jetzt so. Wann kam das Spiel raus? Irgendwie 2007, 2009, irgendwas so in diesem Bereich. Ich glaube 2007 kommt eher hin. Refund! Ich glaube, die Garantie ist schon längstens abgelaufen. Okay. Jetzt, wie immer, Blizzard und ihr seid weg, vielleicht. Gut. Ich glaube, wir müssen sogar mal gegen Dialga gewinnen, dass wir überhaupt zurückkommen. Weil die Frage ist jetzt, wenn wir abbrechen wollen, geht das überhaupt? Kann man überhaupt hier abbrechen? Kann man wieder zurück zur Gilde gehen? Oder muss man so lange probieren, bis man es wieder geschafft hat? Haben wir uns jetzt gerade in ein Limbo begeben? Kommen wir jetzt hier nie mehr wieder raus? Mist. Naja, das sehen wir dann schon irgendwann. Irgendwann, wenn wir die Probleme einfach nicht mehr überwinden können. Okay. Ebene 8. Genial. Ey, die Tropius sind einfach die nervigsten Gegner. Nein, nein, nein. Schnurrgast. Kein Pokémon ist so nervig wie Schnurrgast. Explosivsamen. Oh, danke für die Anzugung. Okay. Ich glaube, so können wir beide besiegen. Wenn wir treffen. Okay, gut. Wir haben beide. Oh, 1000 haben wir bekommen. Was? Das hat ihn selber erledigt. Okay. Noch in den richtigen Raum. Gut. Ah! Möchtest du zum Zeitturm reisen? Ja. Ah, dann kann man abbrechen, wenn man nicht will. Ah, okay. Okay, okay. Wir machen das jetzt noch ein bisschen. So. Kosmikraft. Was hat eigentlich Kosmikraft überhaupt gebracht? Es ist einfach Werte erhöht. Oh, Level 45. Ey, wir sind wirklich am besten Ort jetzt. Wir dürfen es eigentlich einfach nicht schaffen, wenn man überlegt. Wir müssen eigentlich jetzt immer down gehen, bevor wir weiter wollen. Sicher, mit dieser Einstellung, dass wir nicht weitergehen wollen, kommen wir sicher direkt bis zum Ziel. Wäre eigentlich wirklich optimal, wenn wir heute hier beenden würden und dann morgen noch den Stream so weitermachen würden. Dass morgen auch noch ein bisschen Trainingstream ist, weil es kommen wirklich schlimme Zeiten auf uns zu. Also so wie ich es im Kopf gehabt habe als Kind, war der absolute Endboss nach der Hauptstory absolut Pain. Ich glaube, ich habe den nicht mal besiegen können, damals als Kind. Hab dort aufgegeben. Aber diesmal werden wir es schaffen. Diesmal werden wir das hinbekommen. Egal wie. Ohne Cheats. Vor allem. Das wäre das Beste. Ohne Cheats. Ja, okay, bis jetzt haben wir ja auch ohne. Bei Platin haben wir ja ein bisschen gecheatet. Ja, okay, das war ja nur wegen dem Event. Und wegen den speziellen Pokémon einfangen. Wegen Regieis, Registeel, Regirock. Das haben wir noch gemacht. Und Rotom. Aber nicht mehr. Es häuft sich nur noch. Okay. Oh Mann, ey, die Aufteilung von den Räumen wieder.
Ich weiß gar nicht, war es 15. Ebene hier? Ja, natürlich, der genau der letzte. Oh mein Gott. Ja, der hätte jetzt kritisch enden können. Gut. Lunastein. Okay, Lunastein hat ihn ja so angegriffen, dann greifen wir auf Lunastein sogar. Ha! In your face! Okay. So, ihr habt Attacken, die alle angreifen, dann machen wir auch. Der andere kommt ja nicht mehr durch, dann machen wir so. So. Ey, bestes Dungeon. Glück gehabt, dass wir gerade das Item aufgehoben haben. Also jedenfalls bessere Raumaufteilung als die vorherige. Die war wirklich lame. Ganz viele kleine Räume überall. Okay, hier ist direkt der Ausgang. Okay, wir haben irgendwie Feuer. Wir haben irgendwie Feuer. What? Nein, wir haben Sonnentag, welches die Feuerattacken verstärkt. Itemspeere. So. Gut, Ebene 10. Fliorb. Okay, gut zu wissen, wegen Fliorb. Oh, wir haben Blizzard eingesetzt, da habe ich zu viel gedrückt. Ups. So. Gut. Hier machen wir viel weniger Erfahrungspunkte als beim vorherigen. Vorhin war schon viel mehr. Okay, unten sieht es jetzt nicht so aus, dass hier eine Treppe ist, die nach oben geht. Nein. Boom. Okay, die Lunasteins geben dann trotzdem viel. Blizzard! Boom! Okay. Wow. Hä? Gut. Hätte noch kritischer werden können, weil er halt doppelte Geschwindigkeit oder dreifach Geschwindigkeit gehabt hat. Gut. Jetzt kommt der. Ja, genau gegen mich. Wir müssen halt mit Biss vorgehen. Nein! Nein, ich dachte, er wäre schon eher down. Natürlich. Natürlich, genau in diesem Raum, wo es weitergeht. Okay. Gut. Ebene 13. Müssen wir wirklich beten, dass wir irgendwas haben, das uns das Ganze wieder heilt. Geil, wir haben nichts, was so zum Heilen nützlich wäre. Geil, danke. Ja, verwehrt Gegner. Okay. So kann man es natürlich auch lösen. Oh mein Gott. Ey, wenn wir jetzt hier down gegangen wären, dann hätten wir es gerade vor dem Ziel nicht geschafft. Yo, wie Glück war das? Oder wie eine gute Entscheidung traf ich gerade? Oh mein Gott. Bestes Deutsch wieder. Wir speichern natürlich hier mal. Okay, ey, wenn wir schon jetzt hier sind. Sind wir jetzt wirklich mit einem Run hier durch das ganze Zeug gekommen? Ich glaube, jetzt hier gibt es eh nicht mehr so viele Ebenen. Ist ja immer die Vorebene, die übelst lange ist. Und dann die
die höhere oder tiefer gelegene Ebene oder Dungeon ist dann immer kleiner. Also ja, immer stimmt auch. Es gibt sicher irgendwo ein anderes Schema. Kannst du jetzt down gehen? Nein. Ja. Okay. Okay, hier ist Money. Boom. Also Blizzard hätten wir schon damals gut gebrauchen können. Das wäre so optimal gewesen. Oh mein Gott. Nein, er kann Feuer, Odin. Nein, ah gut, gut, wir konnten eine Antwort. Power Punch. Ah, das war das mit einer Runde aufladen. Okay, gut. Ebene 4. Nein, nicht Blizzard. Ich will einfach diese Porygon-Sets weg haben. Oder das ist ja Porygon 2, tut mir leid. Das ist alles das gleiche, sieht immer gleich aus, außer... Es hat weniger Kanten, kann man so zu dem sagen, zu der Entwicklung. Okay, gut. Wir haben immer noch keine Sinnelbeere. Sinnelbeere! Oder Heilung! Irgendwas, das wir als Heilungzeug gebrauchen können. Nicht? Schade. Ey, was fällt dir ein? Glumanda greifen wir nicht an. Dann treffen wir auch nicht, ey. So. Alter, was ist heute los? Oder jetzt? Wurden die ganze Zeit getroffen, jetzt kein bisschen. Hallo. Hallo. Was ist mit den Gegnern plötzlich los? Ja, natürlich, wir sind ein Dungeon tiefer oder ein Dungeon höher gekommen, aber egal. Übertreiben muss man doch nicht. Wenn wir gerade von übertreiben reden. Okay, es hat ihn eingefroren. Gut. Das hat Putana da ausgenockt. Glumanda hat auch direkt noch aufgeholt. Flammenattacken helfen gegen Eis. Okay. Okay, gut zu wissen. Dann kann Glumanda einfach die Pokémon, die gefroren sind, immer angreifen. Oh, ein Apfel. Oh. Yay, wir haben keinen Inventarplatz mehr frei. Yay. Warte, ich mache wieder mal ein Safe State. Es war doch bei 8 oder 7. Wo man dann zum Zeitturm-Kuppel kommt. Oh nein, das ist wieder diese Aufteilung. Jetzt müssen wir Glück haben. Warum? Ich verstehe es manchmal nicht. Warum? Nein, jetzt kommen wir nicht mehr weg. Gut, einer ist schon mal erledigt. Bitte triff. Mach ihn weg! Gut! Jetzt kommt schon das nächste Pokémon, welches uns dann wegmacht. Muss es immer ein Bronzong sein? Oh, yo. Okay, jetzt sind wir down. Außer er schreckt zurück. Ja! Ja, Glück! Das hat jetzt auch gut aufs Wort gepasst. Ey, wo gehen wir jetzt durch? Wie es aussieht, gibt es hier nur einen Weg. Ey, sind diese Bronzungs nervig. Mann, ich kann nichts anderes einsetzen. Nein, es kommen direkt drei, really. Okay, gut. Wir haben noch einen als Gegner. Aber das Leben hat sich auch langsam wieder regeneriert. Natürlich kommt jetzt dieser Gegner. Ich glaube, ich kann nichts gegen ihn unternehmen. Leider nicht. Gut, 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 gut. Nein!
Jetzt kommen nur solche Gegner, oder? Ausdauerband. Ich speichere nochmal. Ah, es geht noch weiter. Wir sind direkt wieder beim Ausgang. Haben wir eigentlich ein Top-Elixier? Nö. Okay. Gut, den konnten wir erledigen. Ey, bitte das Porygon 2 erledigen. Ah, das war jetzt Macht der Gewohnheit. LOL, ey! Jetzt ist aber richtig gut dabei, Glumanda. Damn. Bitte. Nein, ey. Jetzt müssen wir wirklich Glück haben. Ein Feld, bevor das man rausgeht, ist ein Teleportationsfeld. Ja, warum nicht, oder? Nein! Oh mein Gott, haben wir gerade Glück gehabt. Bitte Glück, dass wir rauskommen. Yo, nein, nein. Setz Flammenwurf ein, das ist unsere einzige Chance. Fixierte Attacke können wir auch nicht mehr. Ja, okay. Noch eine Attacke und wir sind down. Jetzt darf er aber nicht Flammenwurf einsetzen. Hier müssen wir wirklich durchlaufen. Bitte setz einfach nichts ein. Okay, jetzt kann er wieder natürlich sein Zeug einsetzen. Am besten eigentlich Steinhagel. Wie ich einfach alles anwähle und wieder abwähle. Nein! Oh mein Gott! Okay. Noch ein Raum! Okay. Ich glaube, das ist jetzt absolut der Punkt, an dem es weitergeht. Gut. Schauen wir mal, ob wir gegen Dialga kämpfen müssen. Ich bin Dialga. Der Beschützer des Zeitturms. Ah, ihr zwei. Es ist lange her. Aber nur ein einziger Grund kann euch zur Rückkehr bewogen haben. Und der ist, mich zu einem Kampf herauszufordern. Genau. So soll es sein. Eure Herausforderung, ich nehme sie an. Allerdings, wenn ihr es nicht schafft, mit all eurer Kraft und Geschicklichkeit aufzuwarten, dann wird es keinen Sieg für euch geben. Okay, Grow. Okay, let's go. Okay, wir machen diesen Kampf jetzt als Abschluss. Ah, wir haben auch volles Leben. Das war jetzt unfair. Leute, er setzt eine Attacke ein und instant weg. Was? Ja, ey, stellt euch vor, wir hätten jetzt kein Safe State machen können oder generell. Warte. Ich mache hier direkt auch noch einen Safe Stand. Oh, come on. Ah. Ja, wenn er attackiert, dann machen wir das auch. Okay. Ja. Wir können ja irgendwas schon. Versteine dein Pokémon. Wir essen natürlich wieder einen Grimmsamen. Das haben wir auch letztes Mal gemacht. Bitte setz keinen Zeitenlärm ein. Bitte. Okay, wir haben noch so halb was überlebt. Gut. Nein, es setzt wieder ein. Es setzt. Ah, musste wegen Zeitenlärm warten, glaube ich. Ey, aber das ist unglaublich nervig.
Okay, wir essen nochmal einen Grimmsarm. Der setzt schon wieder ein. Ist jedes Mal anders, oder macht er immer das? Er macht immer das Gleiche. Ja, okay. Okay. Wir haben natürlich Rauchwolke nicht aktiviert. So, jetzt, weil wir ihn ja taub gemacht haben, essen wir jetzt den Grimmsamen. So. Wir hätten eigentlich uns noch Bänder geben können. Egal. Bitte triff! Okay, gut, er ist vor uns. Sehr gut. Okay. Wie es aussieht, macht Blizzard genau gleich viel Schaden wie Aquawelle. Oh mein Gott, Glück! Ey, wir... Oh, wartet kurz. Wo ist die Rauchwolke jetzt gewesen? Ey, okay, sowas triggert mich. Wo war jetzt die Rauchwolke? Wir haben das schon einmal geschafft und übelst gut. Und jetzt bringt Glumanda gar nichts mehr hin. Okay. Jetzt setzen wir... wo ist Taubsam? Ah, hier. So, werfen. Gut. Warum setzt Glumanda keine Attacke ein? Du lost? Oh mein Gott, ey. Was? Nur 35 Schaden? Ah, jetzt hat er es hinbekommen. Okay. Wir müssen ihn verwehren. Ich mache erst gegen Schluss. Ernsthaft. Ey, wie Unglück haben wir heute. Also das ist jetzt wirklich erstens, Glumanda spielt nicht mit. Wir können nicht richtig angreifen. Das meiste geht daneben. So richtig dumm einfach. Jetzt kommt. Setzt er dann wieder Zeitenlärm ein. Ja, ja. Okay, ich esse jetzt den Grimmsamen. Gut. Gut, er ist verwehrt. Okay, gut. Solange, dass wir ihn angreifen können, ist alles okay. Oh mein Gott. So, wieder da. Aha, Hamon, hallo. Wir sind gerade noch am Schluss hier. Dialga. Zu bekämpfen. Oh mein Gott, nein! Ey, das ist doch unglaublich. Wie geht es? Wir haben ihn mit weniger Level besiegt als jetzt. Glumanda, bitte. Bitte mach ein bisschen mit. Er macht null mit. Und vor allem, wir müssen immer wieder. Wartet kurz. Zum Glück haben wir halt vorhin noch gespeichert. So. Wir geben uns das Kraftband. Oder beziehungsweise... Nein. Wir geben uns Spezialband. Wo ist das nochmal?
Wir haben zu viel Zeug dabei. Spiralband. Behauptet Angriff und Spezialangriff. Perfekt. Gut. Und er bekommt beschleunigt die Heilung. Ja. Wir können Flinksamen. Wir können Flinksamen uns geben. Und dann Plosivsamen ihm reindrücken. Okay. Dann, damit ich das nicht die ganze Zeit immer wieder aktivieren und deaktivieren muss, ändere ich das jetzt schon. Oh Mann. Die Alge. Ja, voll. Okay, ich mache hier aber trotzdem nochmal ein Safe State. Zur Sicherheit. Nein, ich bin nicht am Spam. Das hört ihr nicht. Nein. Das ist alles Illusion. So. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Warum läuft der jetzt nicht gegen uns? Warum macht er jetzt das nicht mehr? Oh, ich könnte durchdrehen langsam, wirklich. Solche Sachen triggern mich. Wenn es einfach würde gehen, aber es funktioniert dann nicht. Nö, nee, ich auch nicht. Oh Mann. Und wir treffen nie! Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh mein Gott, ey. Der kann mich richtig jetzt am Arsch lecken, wirklich. Langsam kommt wieder die... Oh, die Fluche reift nach vorne, Mann. Ich könnte auch einfach einen Plosivsamen werfen. Ich esse jetzt einen Flinksamen. Fast hätte Glumanda das noch gegessen. So. Werfen. Gut. Okay. Jetzt bekommst du richtig einen drauf. Ich hoffe, er gefriert ein, bekommt alles. Ah, jetzt kann er nach vorne laufen. Ja, und wir treffen immer noch nicht. Willst du mich eigentlich? Gut, er ist verwehrt. Glumanda könnte jetzt eigentlich Flammenwurf auch einsetzen. Wir setzen auch noch Steinhagel hier. Ey, Spiel, bitte triff jetzt mal mit den Aquawellen. Ist doch nicht so schwer. Ist halt AI. Ja, voll. Ja, voll. Es kommt auch noch aus einer Zeit, an dem KI oder AI noch kein Begriff war für die meisten Leute oder Programmierer. Oh Mann. Ja, wenn er in so einer komischen Position ist, würde ich sagen, wir essen nochmal einen Grimmsamen. Ah, kann ich weiter steigen? Okay, war unnötig. Er macht sicher wieder Zeitenlärm. Mit Sicherheit. Ja! Oh mein Gott, wir haben ihn. Oh mein Gott. Ja, ey. Ja, ich kann endlich gehen. Stimmt, Bislord. Oh Mann. Ich wurde besiegt. Zum zweiten Mal. In your face. Feels amazing, man. Ja. Yeah. Dialga möchte dem Team beitreten. Dodogion, Bitch! Ja, voll. Oh Mann, bester Insider. Schade, kann man nicht Arceus herausfordern, dann hätten wir den Satz wieder gesehen. Dialga möchte in dein Team... Ja, sicher. Ein neues Teammitglied. Wie soll der Kosename für Dialga lauten? Alga. Alga. Okay. Der Sieger erhält alles. Ich akzeptiere das.
Es wäre eine Ehre für mich, an eurer Seite zu sein. Die Alga gehört nun zum Team. Dreamers meisterte den Zeitturm auf beeindruckende Weise. Will sogar ins Team, ja. Er hat's leid, sich die ganze Zeit mit Zeit zu befassen. Er will jetzt auch ein Erkundungsteam anschließen. Warum nicht? Auch legendäre Pokémon wollen ja ein Leben führen. Wir haben heute den ganzen Tag lang Einsatz gezeigt. Ich bin erschöpft. Wir sollen jetzt etwas schlafen. Ey, wir haben übelst Glück, dass Dialga... Oh mein Gott. Wir müssen jedenfalls nicht mehr ins verborgene Land zurück. Guten Morgen, Dreamers. Auf einen weiteren tollen Tag. So. Für uns ist das auch hiermit das Ende von dem heutigen Stream. Oh mein Gott, zum Glück haben wir das jetzt noch geschafft. Ey Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend, schönen Tag. Je nachdem, wenn ihr das Video dann ja seht. Jeden Tag um 2 Uhr nachmittags, wie immer. Ja, okay. Ey, vielen Dank. Man sieht sich. Bis die Tage dann hier wieder auf dem Dreamers Channel. Peace. Bye. Danke auch so. Danke, Harmon. Wünsche ich dir auch. Bye.